Euregio TV, das Magazin der Europaregion, entführt Sie nach Tirol in das Gebiet der Kramsacher Seen und nach Trient in die alte Bischofsstadt. Das Museum Tiroler Bauernhöfe und das Castello del Buon Consiglio sind zwei Etappen unserer heutigen Entdeckungsreise durch die Geschichte und die Tradition der Europaregion. Vom 13. bis zum 18. Jahrhundert war es die Residenz der Fürstbischöfe von Trient und heute gehört es den wichtigsten Monumentalbauten der Europaregion. Wir sprechen vom Castello del Buon Consiglio, das sich in all seiner Pracht wenige Schritte vom Zentrum der Trentiner Landeshauptstadt erhebt. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, als kaiserliche Festung erbaut, wurde der Komplex in den darauffolgenden Jahrhunderten zu einer herrlichen Residenz ausgebaut. Das Schloss besteht aus einer Reihe von einzelnen Bauwerken, die von einer Verteidigungsmauer umgeben sind. Der gesamte Komplex befindet sich leicht erhöht, gleich außerhalb der Trientner Altstadt. Castelvecchio. Das sogenannte Castelvecchio, zu Deutsch Altes Schloss, ist der älteste Teil des Gebäudekomplexes. Seine Entwicklung fand jedoch über mehrere Jahrhunderte statt. Es fußt direkt auf den natürlichen Felsen, was seine Verwurzelung mit der Geschichte und dem Gebiet symbolisiert. Darüber türmt sich das Schloss auf und endet im großen Rundturm Augustus. Die architektonische Geschichte des Castelvecchio schließt gegen Ende des 15. Jahrhunderts mit der Errichtung der zur Stadt geöffneten venezianischen Loggia aus gotischen Bögen. Zum einen ist die Loggia eine Verbindung zur italienischen, venezianischen Architektur, zum anderen gibt sie einen Vorgeschmack darauf, was im 16. Jahrhundert nachkommt. Ganz im Süden des Bauwerks befindet sich der Adlerturm, dessen Inneres mit einem Fresko des berühmten Kalenderzyklus oder Jahreszyklus geschmückt ist, einem Meisterwerk der profanen internationalen Spätgotik. Neben dem antiken Kerngebäude befindet sich der Magno Palazzo, eine majestätische, von den Kanons der Renaissance inspirierte Residenz. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entscheidet Fürstbischof Bernardo Clés, einen neuen Wohnsitz zu bauen. Man lässt die Architektur des Castelvecchio hinter sich und wendet sich der Moderne zu. In einem Wettstreit mit den wichtigsten Herrschaftssitzen der Zeit soll ein Gebäude der Magno Palazzo erschaffen werden, das die Bewerbung der Stadt Trient als Sitz des großen Konzils der Gegenreformation ermöglicht. Diese Aufgabe erfüllen schließlich die beeindruckende Architektur, die luxuriösen Gärten und die reiche Dekoration, besonders jene der Maler. Dosso Dossi und sein Bruder Battista, Girolamo Romanino, Marcello Fogolino lassen in den Sälen eine Malerei entstehen, die unabhängig bleibt und sich sowohl einen freien Blick auf die italienische Kultur als auch auf jene auf der anderen Seite der Alpen bewahrt. Nach dem Ende der Herrschaft der Bischöfe im Jahr 1803 wurde das Schloss als Kaserne genutzt. 1924 ging es in das Eigentum des italienischen Staates über, wurde restauriert und Sitz des Nationalmuseums. 1973 übernahm es die autonome Provinz Trient. Heute ist es der zentrale Bezugspunkt einer musealen Landschaft von 5 Schlössern im Trentino, zu der auch Schloss Beseno, Schloss Stenico, Schloss Thun und Castel Caldes gehören. Von der historischen Bischofsstadt Trient nun nach Tirol, in das Gebiet zwischen Kufstein und Innsbruck. Genau hier, bei den Kramsacher Seen, da liegt das Museum Tiroler Bauernhöfe. Eine einzigartige Gelegenheit für uns, Geschichte und Tradition der Region kennenzulernen. Das größte Freilichtmuseum Tirols. 14 Hauptgebäude und viele Nebengebäude und kleinere Strukturen. Dies ist das Museum Tiroler Bauernhöfe, das östlich der Rheintaler Seen liegt. In diesem Museum werden unterschiedliche Tiroler Bauernhöfe im Detail vorgestellt.
Alle Höfe und Nebengebäude sind an ihrem ursprünglichen Ort abgebaut und in zeitaufwendiger Kleinarbeit und mit allen Details im Museum wieder aufgebaut worden. Dabei handelt es sich nicht nur um Bergbauernhöfe, sondern auch um alle anderen Gebäude, die nötig waren, in den vergangenen Jahrhunderten in den Tälern den Bergen Tirols zu leben. Eine wahre Zeitreise, welche nicht nur Geschichte und Traditionen erzählt, sondern den Besuchern das Gefühl gibt, sich wirklich in das Leben auf diesen Bauernhöfen zurückversetzen zu können. Der Besucher bekommt einen schönen Eindruck in die bäuerliche Lebens- und Arbeitsweise von früher, also vor der Industrialisierung der Landwirtschaft. Man sieht Kammern, wo gearbeitet wird, aber auch wo geschlafen wurde und vor allem auch die Stube, die sehr, sehr eindrucksvoll sich präsentiert, weil die bäuerliche Familie dort zentral immer bei der kalten Jahreszeit zusammen gelebt und gewohnt hat. Einer der wichtigsten Tage im Leben eines Bauern ist natürlich der Kirchtag. An diesem Feiertag wird im Museum einen ganzen Tag lang das alte Leben auf den Höfen wieder erweckt und den Besuchern wird das alte Handwerk vorgeführt. Und natürlich darf die Volksmusik nicht fehlen. Für Familien werden den ganzen Sommer lang Kindernachmittage angeboten. Die Höfe sind bei uns so eingerichtet, dass man das Leben von an und dazu mal sehen kann. Speziell eindrucksvoll sind die Rauchküchen, wo sehr viel Mobiliar herinnen ist. Rauchküchen werden sie so genannt, da sich an der Decke dieser Räume der Rauch sammelt und sehr viele Hölzer dort zu sehen sind, Trockengestänge, die dazu verwendet werden, um Fleisch haltbar zu machen. Also der typische Tiroler und Südtiroler Speck. Und das Arbeitsleben am Hof hat sich hier abgespielt. Hier wurde produziert, hier wurde verarbeitet. Gewohnt hat man immer in der Stube, die dann wesentlich schöner hergerichtet war. Und wenn man dort drinnen sitzt, kommt man auch ein wenig zur Ruhe. Im Museum Tiroler Bauernhöfe werden auch zahlreiche Veranstaltungen angeboten. Die Besucher können dabei Einblick in das Leben, die Arbeit und das Handwerk vergangener Tage erhalten. Wir sind am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Wissen Sie schon, was Sie demnächst mit Ihrer Freizeit tun wollen? Nein? Dann haben wir die aktuellen kulturellen Angebote für Sie zusammengestellt. Auf Wiedersehen.